Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Wii Sports Resort. Wir sind immer noch beim Duell und haben bald unsere 2000 Niveau-Punkte zusammen. Das sollten wir in diesem Part eigentlich auch schon schaffen. Nein, ich möchte nicht mit Yoda spielen, der glaube ich sogar falsch geschrieben ist. Sondern mit diesem Mii. Und wir sind auf dem Niveau 1549. Also haben wir wahrscheinlich am Ende des letzten Parts den Boss besiegt. Oh Mann. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Heißt, könnte sogar sein, dass ich gegen einen verliere. Oder dass wieder die Fernbedienung wie beim letzten Mal gespackt und ich deswegen verliere. Bis jetzt sieht es aber ganz gut aus. Luca ist jetzt nicht wirklich ein Gegner, vor allem was er da. Was machst du da? Ist das irgendein Zeichen einer Höhle oder was? Einfach immer einen Kreis machen. Wir gehen zum nächsten Gegner. Der wahrscheinlich noch stärker sein wird, da wir ja bloß ein Abpunkt kriegen. Bis zu 2005 werde ich nicht spielen. Ich werde es zwar locker schaffen, aber das ist dann auch wieder ein bisschen zu langweilig, weil ab 1800 sind ja eigentlich alle gleich stark. Deswegen nur bis zu Niveau 2000. Okay. Eigentlich kommt es jedem so vor, dass die Musik perfekt passt. Aber wenn man genau hinhört, ist es eigentlich wirklich das Perfekte für ein Dojo. Und da könnt ihr nichts gegen sagen. Es sind alles chinesische Geräusche mit Kung Fu und so. Das auch. Plus 64 nur, weil sie uns einmal getroffen hat. Die alte Kuh. Steph. Oh nein, ich glaube, ich habe den gespackt wieder. Oh, Starkheit von mir. Hä? Was? Was? Ja, genau. Nice Hex. Kannst du erst mal sterben gehen? Der hat nicht nur einmal durch mein Schild geschlagen, nee, zweimal. Oder sie bewegt ihr Schwert für eine Nanosekunde dann doch in eine andere Richtung und das sieht man nicht mal. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Viele Punkte empfehlen. Akira, den werden wir später noch hoffentlich nicht in einem bestimmten Spiel kennenlernen. In einem Spiel. Da ist er nämlich der komplette Zerstörer und ich habe es noch nie geschafft, ihn zu besiegen. Es war immer mal knapp, aber ich habe es noch nie geschafft bei ca. 10 Spielen. Und ich werde euch... Aber es wird noch einige Parts dauern, bis wir da sind. Hallo? Bist du gestört? Wo bist du? Oh Junge, die haben auch... Nein, die Fernbedienung spackt Betrug. Ja, toll, danke. Leck mich. Liegt das generell an der Fernbedienung oder an dem Spiel? Wenn es das Spiel ist, dann können die mich mal. Aber letztes Mal, weil als ich Super Mario Galaxy gezockt habe, hat die irgendwie auch rumgespackt. Jetzt kriegst du die Rache, du fettes Kind. Nein, sie macht wieder! Leute, was ist das?
Schwingung wechseln. Erstmal will ich ihn jetzt aber gern besiegen. Hallo. Ja, genau. Jetzt geh. Nein, sie spinnt. Noch nicht. Komm, sie spinnt zweimal in 30 Sekunden. Das ist doch komplett lächerlich. Ich mach mal nichts. Mal gucken, ob sie sich bewegt. Nein. Aber wahrscheinlich immer, wenn man irgendwelche Bewegungen macht, dann hat sie irgendwie Probleme. Ich weiß nicht warum. Oh, war das knapp. Boah, habe ich das gut abgewehrt. Also das habe ich wirklich perfekt gemacht. Da war ich mega gut. Das soll jetzt kein Selbstlob sein, aber ich habe ultimativ reagiert. Das geht eigentlich nicht besser. Scheiße, scheiße. What the fuck? Eine Hä? Okay, sie hält wirklich, sie schlägt durch mein Schild. Vor allem macht sie auch immer die gleichen Schläge. Ja, okay, ja, genau, ja, ist klar, ne? Nein, meine Fernbedienung! Alter, ich kann nichts machen mit der Fernbedienung. Ich werde die nach dem Part sofort wechseln. Oh, gerade noch abgewehrt. Oh. Uff, jetzt geht's schon. Nein! Ey, sie spackt wieder! Oh, trotzdem. Boah, Junge! Ich drück die ganze Zeit Steuerkreuz nach unten. Guck mal, wie hoch der die gehalten hat. Ich habe die ganze Zeit nach unten gehalten. Der hätte die... Ja, wieder! Ist klar! Halt sie halt einfach hoch! Wie lächerlich. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen behindert rüber, aber ich werde jetzt die Akkus noch mal rein und raus machen. So. Jetzt ist sie wieder neu angemeldet und neu kalibriert. Also wenn sie jetzt lädt, dann liegt es echt an der Ferne. Ne, dann müsste es eigentlich im Spiel liegen. Aber nicht dann nichts an der Fernbedienung. Okay, die war jetzt wieder mega schlecht. Bis jetzt klappt's. Ja, okay, die ist wirklich schlecht. Steck mich selber ab. Dann stech ich selbst ab. Plus 100, dann 5 Punkte. Die holen jetzt noch schnell. Gegen Kaiko. Ach, wieder ein Abendkampf. Ja, das ist doch ein schönes Ende für den Part. Außerdem ist es nicht spannend. Aber wie gesagt, eigentlich sind jetzt ungefähr alle gleich gut. Solange die Fernbedienung nicht spackt, werde ich eigentlich keine Probleme mehr haben. Oder wenn die Gegner einfach mal durch mein Schild schlagen. Und damit, ja, wir sind eine Legende, wir sind legendär gut, genau, Spiel. Nein, wir sind gut und nicht eine Legende. Aber das Spiel meint, ja, hier spielen so viele kleine Kiddies, wir behaupten mal, dass sie ganz toll sind, damit die weiterhin unsere Spiele kaufen, weil wir behindert sind. Aber... Na gut, ist halt die einzige Methode, ne? Die für uns Sinn macht. Also, die
den Duellmodus haben wir abgeschlossen und im nächsten Part werden wir Schnittfest spielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.